Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, guten Morgen zum Webinar. Mein Name ist Jens-Uwe Klempin. Ich bin Projektmanager und Geschäftsführer der Consilenz GmbH. Wie Sie aus der Einladung sicherlich erfahren haben, ist das eine gemeinsame Veranstaltung von der IB Solution GmbH und der Consilenz GmbH. Und ich bedanke mich auch bei den Kollegen der IB Solution und hier besonders bei Natascha Unger, unsere Co-Moderatorin, die diese Veranstaltung begleitet, dass dieses gemeinsame Webinar zustande gekommen ist. Mitgebracht habe ich meine Kollegin Juliane Fox, die ist Senior Consultant im Bereich Financial Process Management und Spezialist für mehrere Konsolidierungslösungen der SAP. Ich möchte hier kurz auf die Chatfunktionen auf das Webinar allgemein eingehen. Wie Sie hier in der Folie sehen, ist das Webinar eine Reihe. Das heißt, es gibt weitere Webinar-Termine der IB Solution. Sie sehen also am 29.04. eine Veranstaltung Kopplung SAP NetWeaver IDM mit PPM. Dann am 6. Mai Investitionsplanung mit Agimendo und am 7. Mai Rolleneinstellungen im SAP-System prüfen. Die Chatfunktion ist folgendes, dazu ist folgendes zu beachten. Alle Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet und Sie können für Fragen die Chatfunktion nutzen, die Sie über Ihr Chat-Panel sehen. Am Ende des Webinars wird gesammelt auf alle Fragen eingegangen und ich beginne dann jetzt mit dieser Präsentation. Mal gucken. Und okay. Moment. Okay. Ich möchte kurz die Gelegenheit ergreifen, kurz die Geschäftsfelder der Consilenz GmbH vorzustellen. Wir sind ein Beratungshaus, das sich auf die Themen Financial Process und Management fokussiert. Und so geben sich auch für das heutige Webinar mit dem Thema Konsolidierung Anknüpfungspunkte in allen drei Bereichen. Wir beraten das Thema sowohl betriebswirtschaftlich als auch systemgestützt. In dem Fall mit allen Lösungen, die SAP hier bietet. Heute konzentrieren wir uns auf das SAP BPC. Wir sehen die Konsolidierung als Prozess, der schon bei den Einzelgesellschaften beginnt. Und bieten auch hier Lösungen, unter anderem auch für eine automatische Vorsystemanbindung. Letztendlich unterstützen wir alle diese Projekte oder Vorgehensweisen auch im Rahmen des Projektmanagements oder durch die zeitweise Übernahme von Aufgaben in den Kundenprozessen. Wie arbeiten wir? Die Basis unseres Vorgehens ergibt sich aus unserem Namen, Consilium Excellence. Steht für exzellenten Zusammenschluss, kommt aus dem Lateinischen und wir erreichen unser Ziel, exzellente Ergebnisse zu erbringen, immer wieder durch das vertrauensvolle Zusammenspiel mit unseren Kunden und ausgesuchten Partnern, die auf ihrem Gebiet hervorragende Ergebnisse vorweisen können. Zum Thema Herausforderungen und Trends in der Konsolidierung. Ich möchte kurz ein paar Fragen in den Raum stellen. Die Antworten werden wir im Verlauf des Webinars geben. Die erste Frage, was bedeutet Fast Close? Also wie lange braucht man, was sind die besten Ergebnisse, um im Monats-, Quartals- oder Jahresabschluss die Zahlen vorzulegen? Die zweite Frage, was sind, falls sich ein Unternehmen für eine Softwarelösung für die Konsolidierung entscheidet, was sind die Erwartungen an eine solche Lösung? Und natürlich auch die dritte Frage, was ist die am weitesten verbreitete Software für Konsolidierung in deutschen Unternehmen? Wenn wir uns mit Prozessen im Controlling und externen Rechnungswesen beschäftigen, dann kann das nicht ohne Blick auf die Rahmenbedingungen erfolgen. Ein Unternehmen existiert nicht im luftleeren Raum und hat eine Vielzahl von Parametern zu beachten. Wir haben es einerseits zu tun im Rahmen des Unternehmensumfeldes mit Phasen der Stabilität bis hin jetzt zu Phasen der Überraschung. Wir haben es weiterhin im Rahmen was den Parameter Komplexität des Unternehmens betrifft, von einer sehr niedrigen Komplexität 1950 beispielsweise bis jetzt einer sehr hohen Komplexität zu tun. Das Ergebnis ist dabei, dass wir beispielsweise im Rahmen der Planung eine Entwicklung haben von einer Finanzplanung, von einer einfachen Finanzplanung bis heute zum strategischen Management. Ursachen dafür sind unter anderem die zunehmende Globalisierung. Die Auswirkungen der zunehmenden Globalisierung haben wir gemerkt, beispielsweise im Rahmen der Finanzkrise.
kein Unternehmen, ja kein Land hatte die Auswirkung nicht gespürt. Dann der verschärfte Druck des Kapitalmarktes. Es ist klar, dass in einer Welt der Unsicherheit der Druck nach schnellen, verlässlichen Zahlen steigt, denn diese schaffen Vertrauen und ermöglichen zu überzeugen. Dann haben wir natürlich einen verschärften Wettbewerb. Nehmen Sie nur das Beispiel Apple gegen Samsung. Also hier dieser Wettbewerb, der wird sehr hart ausgefochten und notfalls natürlich dann auch in die Gerichtssäle verlagert. Der Finanzbereich, das externe Rechnungswesen, das Controlling hat diese Auswirkungen, diese Rahmenbedingungen natürlich dann auch zu spüren. Wir sind konfrontiert mit dynamischen legalen Anforderungen. Im Beispiel Deutschland nenne ich nur das Bilanzmodernisierungsgesetz, BILMOG, das natürlich zu einigen Anpassungen und Änderungen im Rechnungswesen geführt hat, oder die ständigen Anpassungen im Bereich IFRS. Dann gibt es natürlich dann auch die Notwendigkeit, bei vielen Unternehmen parallele Rechnungslegungswerke vorzulegen. Wir haben weiterhin es zu tun mit einer Erhöhung der Abschlussfrequenzen. Das heißt, dass wir umsteigen von bisher jährlichen Konsolidierungen auf Quartals- oder sogar Monatsabschlüsse. Und das alles unter dem Aspekt des Fast Close, also immer schneller. Gleichzeitig entstehen im Mittelstand Konzernstrukturen. Auch hier besteht die Notwendigkeit, konsolidierte Abschlüsse vorzulegen. Ich habe hier eine interessante Studie der Ventana Research Group. Und diese Studie hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Hauptprobleme sind Zeit, ist der Zeitfaktor, es sind die Kosten, es ist die Qualität und natürlich die immer wieder neuen gesetzlichen Anforderungen. Diese Studie hat gleichzeitig auch die Antwort auf die erste Frage, was bedeutet Fast Close? Und hier sehen wir, dass die besten Unternehmen im Rahmen des Monatsabschlusses ca. 5 Tage benötigen, um den konsolidierten Abschluss vorzulegen. Im Quartalsabschluss 7 Tage und im Jahresabschluss natürlich aufgrund der erhöhten Berichtsanforderung, der erweiterten Berichtsanforderung 20 Tage. Eine weitere interessante Studie, die 2007, also noch vor der Finanzkrise, durchgeführt worden war, von der Steinbeis Hochschule in Berlin, kam zum Ergebnis, dass neben den bekannten Rahmenbedingungen der Reifegrad der IT-Unterstützung für den Konzern geringer ist als im Unternehmen, im Einzelunternehmen. Und das, wen wundert es angesichts der Studie der Ventana Group, dass die Haupterwartungen an ein BI-System für eine Systemunterstützung sind Automatisierung, also Erhöhung der Automatisierung, Erhöhung der Datenqualität und natürlich eine Zeitersparnis. Wie wir eben gesehen haben, wird die Notwendigkeit der Systemunterstützung von den Unternehmen erkannt, aber wir haben im Unternehmen verschiedene Gruppen. Wir haben beispielsweise die Fachabteilung und die IT-Abteilung. Die wiederum haben verschiedene Anforderungen. Wenn Sie sich die Fachabteilung angucken, stehen dort die Parameter wie Flexibilität, Prozessunterstützung, kurzfristige Umsetzung der Anforderungen, gerade Pflege im Fachbereich, als auch Benutzerfreundlichkeit, Simulation, beispielsweise Währungsumrechnungssimulation und natürlich die Office-Integration im Vordergrund. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist man ja eigentlich bei einer Tabellenkalkulation. Das führt uns auch wieder zur Beantwortung der dritten Frage. Sie sehen hier eine Studie von der BARC-Gruppe 2009. In der zweiten Zeile sehen Sie für legale Konsolidierung Excel mit 31%. Es steht zwar eine spezielle PM-Software mit 37% vorne, aber diese spezielle PM-Software teilt sich auf verschiedenste Lösungen, sodass im Endeffekt Excel wirklich heute noch das führende Tool ist, wenn es um Konsolidierung geht. Aber natürlich hat Excel auch Nachteile. Wir kennen das alle, keine einheitlichen Stammdaten, Fehleranfälligkeit und die vielen Versionen, die auf den Rechnern rumschwirren. Ich nenne es immer gerne Excel-Tourismus. Das heißt, am Ende weiß niemand, was ist die richtige Version, welche Version bringt jetzt die richtigen Zahlen, was ist die letzte Version. Wir haben keine Integration zu den Systemen, wir haben eine eingeschränkte Sicherheit und der Workflow ist auch nicht vorhanden, beziehungsweise muss, wenn überhaupt, programmiert werden mit umfangreichen Makros. Auf der anderen Seite sehen wir die Anforderungen der IT. Die IT möchte ein integratives System haben.
Ich möchte die Datenkonsistenz gewährleistet haben und natürlich eine Lösung, die übereinstimmt mit der geschlossenen BI-Strategie. Am Ende ist man hier bei einem integrierten System, aber auch dieses System hat Nachteile. Es besteht die Möglichkeit, dass so ein System sehr komplex ist. Sie haben es oft zu tun mit hohen Änderungs- oder Implementierungsaufwänden und eine sehr starke Abhängigkeit des Fachbereichs von IT. SAP hat nun die Vorteile von einer Tabellenkalkulation und eines integrierten Systems zusammengepackt in eine Anwendung. Das ist, wie Sie hier sehen, SAP Planning and Consolidation oder auch bekannt unter dem Namen SAP BPC. Wie das aussieht, wird die folgende Demo gleich demonstrieren. Das, was wir jetzt sehen, hat auch einen Namen. Wir haben ein Businessmodell auf der Basis von SAP BPC entwickelt, nennt sich Conforce. Conforce steht für Konsolidierung mit Format, clever und effizient. Und Sie finden hier die wesentlichen Konsolidierungslösungen bzw. Regeln wieder und sind in der Lage, die Anwendung flexibel an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse anzupassen. Conforce reduziert den konzeptionellen Aufwand und kann damit bei der Abbildung von Anforderungen als Proof of Concept zur Anwendung kommen. Was ist Inhalt? Wir sehen beispielsweise Workflow-Vorlagen, wir haben Vorlagen für Validierung, wir haben Vorlagen für Stammdaten, beispielsweise den Positionsplan, beispielsweise Bewegungsarten und weitere. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Arten der Datenbereitstellung zu gewährleisten. Das kann eine Anbindung aus den ERP sein, wo wir die Funktion des BWs auch nutzen. Es sind die normalen Möglichkeiten einer Flat-File-Anbindung. Sie können Daten über Eingabeformulare ins System bringen und Sie haben die Möglichkeit, Journalbuchung abzusetzen. Die Konsolidierung selbst enthält automatische Regeln. Wir haben die automatische Kapitalkonsolidierung, die Schuldenkonsolidierung, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung. Die Währungsumrechnung ermöglicht auch Simulationen ablaufen zu lassen. Für das Berichtswesen gibt es eine Auswahl von Berichten, zum Beispiel die Konzernbilanz und GEV. Wir haben verschiedene Buchungsprotokolle und Sie sehen unter anderem auch nachher in der Demo einen Bericht über die Reihenfolge der Konsolidierungsmaßnahmen, dass Sie schön im Zeitverlauf sehen, wie hat sich das Ergebnis, wie hat sich die Konzernbilanz entwickelt von den Einzelabschlüssen über die verschiedenen Maßnahmen hin zur Konzernbilanz. Okay, wir kommen jetzt zur Live-Demo. Ich würde dazu übergeben oder ich übergebe dazu an meine Kollegin Frau Fox. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Juliane Fox und ich arbeite als Senior Consultant für die Firma Consilence und führe Ihnen heute ein Konzernbeispiel anhand einer Live-Demo im SAP BPC vor. Dazu zeige ich Ihnen jetzt erstmal das Beispiel, was wir uns überlegt haben. Das heißt, unser Beispielkonzern besteht aus insgesamt 5 Gesellschaften. Das heißt, hier oben ist der Mutterkonzern, die Parentus AG. Wir haben 2 deutsche Tochtergesellschaften, einmal mit 90%, einmal eine Equity-Gesellschaft, die Deutsche Gebana GmbH, und 200%ige Tochterfirmen, einmal eine amerikanische, die McToys Limited und die britische Publish Inc. Diese 5 Gesellschaften werden wir dann in dem Beispielkonzern konsolidieren und dazu springe ich jetzt einfach ins Web, in die Web-Oberfläche. Jetzt sind wir in der Web-Oberfläche, das heißt, wenn wir uns hier anmelden, dann sehen wir hier oben das Business Planning and Consolidation. Wer sich hier angemeldet hat, das bin natürlich ich. Und wir sind jetzt momentan auf der Startpage, auf der Startseite, wo wir hier unsere Menüpunkte haben. In der Mitte haben wir unsere Favoriten, wo wir verschiedene Reports bzw. Dateneingabeformulare ablegen können. Auf der rechten Seite können wir neue Berichte erstellen, neue Eingabeformulare und weitere Möglichkeiten. Als
Letzten Punkt, auf der Startseite haben wir hier dieses Launchpad. Das heißt, hieraus können wir die Excel-Oberfläche, wie Herr Klempin schon gesagt hat, starten. Die Word-Integration zeige ich Ihnen zum Schluss auch und die PowerPoint-Integration aus der Web-Oberfläche auch nochmal. Wenn wir hier auf Business Planning and Consolidation Administration klicken, kommen wir auf die Admin-Oberfläche. Auf die würde ich jetzt nicht eingehen, nur vielleicht im Nachgang, wenn Sie dazu noch Fragen haben. Wir bleiben hier auf der Startseite, auf dem Home-Button und schließen dazu wieder die Administrationsoberfläche. Wenn wir jetzt uns die Startseite angucken, haben wir als zweiten Punkt die Aktivitäten. Hier sehen Sie bereits unser Businessmodell, das was Herr Klempin angesprochen hatte, haben wir für den Kontext Ist-Version Dezember 2012 angelegt. Die Aktion sehen wir hier im Detail, ist natürlich noch auszuführen. Wir haben noch nicht gestartet mit dem ganzen Prozess, deswegen steht hier 0 von 10. Im Detail sieht das folgendermaßen aus, dass wir hier die Detailaktivitäten haben. Die sind natürlich unternehmensspezifisch bzw. individuell anpassbar. Für unser Unternehmen oder für unser Beispielkonzern haben wir uns das folgendermaßen überlegt. Wir haben hier 10 Aktivitäten und die werde ich dann nacheinander abarbeiten. Dabei ist es wichtig zu nennen, dass immer die Aktivität, die gerade aktiv ist, zuerst beendet werden muss. Danach kann man dann erst die zweite Aktivität ausführen. Wenn wir hier auf den Prozessmonitor gehen, sehen wir praktisch unsere Prozesse. Wir haben jetzt hier nur einen Prozess bei uns in unserem Beispiel angelegt. Man kann natürlich auch mehrere Prozesse anlegen. In der Bücherei, in der Library, hat man Möglichkeiten, die Reports und die Eingabeformulare zu verwalten und anzulegen. In den Dokumenten kann man verschiedene Dokumente, wie zum Beispiel die Konzernrichtlinie, ablegen und dann darauf zugreifen. Unter der Consolidation Central haben wir verschiedene Möglichkeiten, uns zum einen den Consolidation Monitor anzugucken, was wir dann später machen werden. Hier sehen wir schon unseren Beispielkonzern. Natürlich ist hier noch alles auszuführen, also ist noch nichts durchgeführt worden. Das machen wir dann im Laufe der Live-Demo. In unserem Control Monitor sehen wir die Kontrollen, die wir eingerichtet haben, auch wieder für unseren Beispielkonzern mit einem speziellen Kontrollset, worauf ich auch später nochmal eingehen werde. Wir haben auf der Home-Seite die Möglichkeit, uns Journale anzulegen und zu buchen. Hier ein Beispieljournal, was wir auch später nochmal im Detail uns anschauen werden. Im Ownership Manager können wir die Beteiligungsstrukturen pflegen von unserem Beispielkonzern. Hier sehen Sie, dass wir die Parentos, die M1, als Holding definiert haben. Wie gesagt, die Deutsche Med ist mit 90% beteiligt. Hier haben wir auch einen Minderheitenausweis. Dann später im Excel können wir uns das auch betrachten. Die Deutsche Gabbana ist die Equity-Gesellschaft mit 40% und 200%ige ausländische Gesellschaften. Unter dem Punkt Audit haben Sie verschiedene Möglichkeiten, nochmal die Berechtigungen einzustellen, generelle Einstellungen. Darauf können wir auch, wenn Sie Fragen haben, nochmal später darauf eingehen. Ich möchte jetzt dazu übergehen, einfach mal den Business Process Flow oder den Geschäftsablauf zu starten. Dazu klicken wir zunächst auf Importieren der Meldedaten. Dann öffnet sich ein neues Fenster und wir haben zwei Aufgaben auszuführen, einmal den Upload und den Import. Upload der Meldedaten bedeutet, dass wir das auf den WPC-Server laden, die Daten aus unserem integrierten Netzwerk. Dazu wählen wir unsere Datei aus. Das haben wir in unserem Beispiel schon gemacht, deswegen können wir hier auf Abbrechen gehen. Und können uns jetzt theoretisch, haben wir die Möglichkeit, uns die Daten in der Vorschau
hier noch einmal anzusehen. Als zweiten Schritt möchten wir die Daten importieren. Das heißt, wir gehen hier auf den Importieren der Meldedaten auf den Button und es öffnet sich ein neues Fenster. Das heißt, wir klicken jetzt dieses Package Import Transaction Data from FedTry an und führen dieses Package aus. Das heißt, wir ziehen jetzt unsere Datei, die wir hochgeladen haben, auf den Datenbankserver in eine für das System lesbare Datei ins Dateiformat auf den WPC-Datenbankserver. Wir wählen einen Transformationsfall aus, womit man unterschiedliche Mappings vornehmen kann und das Format festlegt. Wir möchten die Daten in dem System ersetzen und mit unseren Daten überschreiben. In unserer Default-Logik sorgt dafür, dass der Bilanzgewinn berechnet wird aus den GMV-Daten. Und wir können natürlich auch den Work-Status checken lassen, bevor wir die Datei reinladen, ob überhaupt ein Datei-Import möglich ist. Dann können wir zusätzlich auswählen, ob wir das einplanen möchten oder einfach nur ausführen möchten, das Paket. Wir möchten es in diesem Fall nur ausführen. Wir sehen hier, dass es now eingeplant ist, also beziehungsweise jetzt ausgeführt wird und gucken uns jetzt in der Statusüberprüfung an, ob es denn auch fehlerfrei durchläuft. Dazu klicken wir den Refresh-Button an und können schauen, ob unser Datei mit irgendwelchen Fehlern behaftet ist oder sauber in das System durchläuft. Wir sehen hier, dass es erfolgreich war und gehen nun zum nächsten Schritt über. Überprüfung der Meldedaten mittels Dateneingabeformular, das wäre eine zweite Möglichkeit, die der Herr Klampin auch schon vorgestellt hat. Die Dateneingabe einmal über FlatFile und einmal über die Dateneingabeformular. Dazu wählen wir hier in unserem Beispiel die Mutter aus und gucken uns hier an der Seite, können wir die Eigenschaften einstellen, die wir uns anschauen möchten. Und wir sehen hier im Excel zwei neue Reiter, einmal den EPM, Enterprise Performance Management Reiter und einmal den Data Manager. Diese zwei neuen Reiter bekommen Sie auch dazu. Und wenn wir jetzt hier auf Refresh gehen, dann refresht er das System, die Daten, die momentan in das System hochgeladen wurden. Wir sehen jetzt hier die Bilanz von der Mutter für Dezember 2012 und das sind die Meldedaten der Einzelgesellschaften. Aktiver sind 206 Millionen. Und wenn ich jetzt hier sehe, auf die passiver Seite gehe, sehe ich noch nichts, weil ich das komplette Workbook noch nicht refresht habe. Jetzt würde er alle Sheets, alle Reiter auffrischen und mit den notwendigen Daten versehen. Sie sehen hier auch 206 Millionen, genauso wie die GNV. Wenn ich jetzt nochmal auf die passiver Seite springe, haben wir einen Jahresüberschuss von knapp 15 Millionen und hier wird das dann auch angezeigt. Dann gehe ich über in den nächsten Schritt. Wir haben die Daten jetzt erstmal für die Muttergesellschaft überprüft. Wir setzen hier den Status auf Complete, weil wir unsere Daten erfolgreich reingeladen haben und können hier die nächste Aktivität auswählen, indem wir sagen Switch Activity zu den Kontrollen in die nächste Maßnahme. Wir klicken hier auf Ausführen der Validierung, kommen in einen neuen Reiter, Ausführen in der Validierung, auch wieder unser Kontrollmonitor für IS-12/2012 für unseren Konzernkreis. Hier sehen wir unseren Konzernkreis mit unseren 5 Gesellschaften und können jetzt die Kontrollen laufen lassen. Für die Version ist, dass die Eingabeparameter stimmen. Und dann schauen wir uns an, ob irgendwelche Fehler hochkommen. Er sagt hier, die Kontrollen sind erfolgreich durchgelaufen. Das heißt, wir können diesen Reiter schließen und können sagen, dass wir auch die Kontrollen erfolgreich ausgeführt haben. Als nächstes möchten wir die Währungsumrechnung durchführen auf lokaler Ebene, so dass wir
hier noch auf Einzelgesellschaftsebene die Daten umrechnen. Dazu klicken wir, also öffnet sich wieder ein neues Fenster. Wir sind wieder in unserem gleichen Rahmen und würden jetzt auf Währungsumrechnung lokal klicken. Neues Fenster öffnet sich im Excel. Hier wählen wir unsere Parameter aus, unseren kompletten Konzernkreis. In welche Währung möchten wir umrechnen? Auch wieder die Version und Zeit bleibt gleich. Wir können theoretisch, wenn wir möchten, unser Eingabeformular hier speichern oder ein anderes nochmal auswählen. Diese Parameter stimmen für uns, deswegen gehen wir auf den Button Next und können das Package wieder ausführen. Das läuft nun und mittels Bericht, also der Report für die Währungsumrechnung, können wir uns die Daten anschauen. Dazu wählen wir beispielsweise mal die Mutter aus. Wir sind auf der lokalen Ebene hier immer noch und es soll ja in Euro umgerechnet werden. Wir refreshen die Daten. Die Währungskurse wurden bereits hinterlegt in einem anderen Modell, sodass er die Währungsumrechnungskurse automatisch zieht. Wir sehen natürlich jetzt hier keine Umrechnung, weil die Mutter ist eine deutsche Gesellschaft. Zum Beispiel, dass es auch funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt einfach mal die Tochter 3, die McToys Limited. Sie sehen hier die lokale Ebene und die Umrechnung in Euro. Wir können dann hier uns auf der passiver Seite anschauen, dass die Differenzen, die sich ergeben, unter dem Eigenkapital ausgewiesen werden und auch die G&V ist hier mit aufgeführt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Währungsumrechnung lokal ausgeführt, den Report haben wir uns angeschaut und können jetzt zu der nächsten Aktivität gehen. Damit wir mal den Überblick bekommen, gucken wir uns hier an in unserem Activities Sheet, wo wir gerade stehen. Wir sind jetzt bei den Kontrollen lokal nach der Währungsumrechnung und haben 3 Aktivitäten bereits ausgeführt. Als nächstes führen wir jetzt wieder die Validierungen aus, damit wir schauen, das ist noch der Status vom letzten Mal. Wenn wir jetzt auf die Kontrollen klicken, dass wir die ausführen möchten, würde er die aktuellen Daten mit einbeziehen. Wenn wir uns als Beispiel die Parentus AG mal angucken für die Kontrollen, sehen wir hier einige Kontrollen, die wir bereits angelegt haben und können uns dieses Gleichnis hier auch näher anschauen. Wir klicken das wieder zu und würden wieder den Status auf Complete setzen und zur nächsten Aktivität überspringen. Jetzt sind wir in der IC-Abstimmung. Die IC-Abstimmung hat 3 Aktivitäten oder 3 Aufgaben. Wir können zuerst uns anschauen, welche Forderungen und Verbindlichkeiten hier in diesem Beispiel bestehen mit dem Button IC-Abstimmung. Dazu klicken wir wieder ins Excel und können uns dieses IC-Matching dann anschauen. Wieder für unsere 5 Gesellschaften in Euro in der Version ist 12/2012, weil es kann ja immer mal passieren, dass man auf falschen Konten gebucht hat oder das Konto einfach mit einem falschen Partner gebucht hat und das kann man dann sich in diesem Bericht anschauen lassen. Jetzt sehen wir hier in unserer rechten Leiste die gleichen Aufgaben, die wir auch in unserem Web sehen, die 3. Wir können jetzt, wir haben die Möglichkeit hier die IC-Differenzen zu buchen. Das wollen wir in diesem Fall nicht machen, wir wollen uns die Differenzen nur anzeigen lassen. Das heißt, wir klicken hier auf unseren Abstimmungsbericht und schauen nochmal, ob alles so auch eingestellt hat mit den richtigen Parametern, dass es auch stimmt. Das heißt, wir haben unseren Konsolidierungskreis und wir wählen die notwendigen Parameter aus und klicken dann auf Refresh. Wir sehen jetzt hier, wenn ich das ein bisschen größer mache, den Prüfbericht IC-Abstimmung, das heißt, wir haben hier die Gesellschaften
als Beispiel hier für unsere Muttergesellschaft mit der Tochtergesellschaft Deutsche Med und den Partnern, also die Deutsche Med, die Tochter 1 und die Mutter Parentus. Und hier sehen wir, welche Daten reingeladen wurden. Das heißt, wir haben hier das Forderungskonto und hier die Verbindlichkeitskonten. Und sehen jetzt, wenn ich jetzt hier meine Forderung sehe, heißt das, das sind die Forderungen von der Muttergesellschaft gegenüber dem Partner der Deutschen Med. Und deren Verbindlichkeiten wären dann jetzt die Verbindlichkeiten von dem Partner von der Deutschen Med. Genauso wie hier auch. Hier wären das die Forderungen von der Deutschen Med mit deren Verbindlichkeiten von der Mutter von der Parentus AG. Hier sehen wir, 7.000 Euro wurden irgendwie falsch gebucht, beziehungsweise irgendwo sind irgendwo anders gelandet, vielleicht auf einem anderen Konto. Die werden dann hier auf dem Konto Differenzen ausgewiesen. Wir möchten jetzt hier die Differenzen in dieser EC-Abstimmung nicht buchen. Wir möchten das dann in der Schuldenkonsolidierung verbuchen lassen, sodass die Differenzen dann auf dem Konto in dem Konsolidierungsprozess Schuldenkonsolidierung verbucht werden. Wir gehen auf unseren nächsten Schritt. Wir setzen den hier auf Complete und gehen auf die Prüfung der Beteiligungsstruktur. Unsere Gesellschaft, wie wir uns schon angeguckt haben, wir sind jetzt auf der zentralen Ebene mit den 5 Gesellschaften, wie schon bereits erwähnt, die Holding. Die Deutsche Med ist die vollkonsolidiertes Unternehmen mit 90%. Dann haben wir eine Equity-Gesellschaft und wir sehen jetzt hier den Kontrolleinteil und hier den tatsächlichen Wert. Wir wollen keine Änderung vornehmen, deswegen setzen wir das wieder auf Complete. Nehmen wir das hier zu. Nein, wir möchten keine Änderung vornehmen. So. Wenn wir uns das Ganze anschauen, in dem Consolidation Monitor können wir ja schon mal auch eine Vorschau wagen. Die Meldedaten werden, Eingabe wird durchgeführt, das ist ja bereits vollendet. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf unseren Work-Status gehen, können wir den auch umsetzen. Wir klicken auf Submitted und würden dann im Beispiel hier sehen, wenn wir auf Refresh klicken, dass die Daten jetzt übermittelt sind auf die zentrale Ebene auch. Als nächstes möchten wir Anpassungsbuchungen vornehmen. Das heißt, hierzu haben wir 2 Aufgaben, Buchungsvorlage für die stille Reserve und wir können auch eine neue Buchungsvorlage erstellen. Wenn wir uns die Buchungsvorlage öffnen in unserem Journal-Format, dann sehen wir hier wieder unsere Parameter. Wir haben hier eine Buchungsvorlage für die stillen Reserven, Anpassungsbuchung stille Reserven angelegt. Hier unten sehen wir im Detail, welche Buchungen, welches Konto, welche Gesellschaft mit welchem Partner verbucht werden. Und wir sehen, das hat der Konsolidierungsmanager bzw. mein Kollege wahrscheinlich schon gebucht. Deswegen brauchen wir jetzt hier nicht mehr auf Buchen drücken. Wir könnten das nochmal reopen, also nochmal neu öffnen und nochmal posten. Oder wir anposten das. Das heißt, es würde im umgedrehten Vorzeichen die Buchung nochmal durchgeführt werden. Wir können natürlich auch hieraus eine neue Buchungsvorlage erstellen oder die in die nächste Periode kopieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch im Report können wir uns dann nochmal angucken, was genau gebucht wurde. Wenn wir jetzt eine neue Buchungsvorlage anlegen möchten, klicken wir auf die nächste Aufgabe. Wir kommen jetzt hier auf einen neuen Reiter, können hier die Description, also die Beschreibung für unsere neue Buchungsvorlage ausdenken. Das ist bereits voreingestellt, das Balance, das ist schon ein Häkchen drin. Das heißt, von unserem Template haben wir das schon voreingestellt. Wir haben die Möglichkeit, dass in der nächsten Periode diese Buchungsvorlage nochmal geöffnet wird oder invertiert wird oder für Planungssachen, Planungsbuchungen auch verschiedene Header bzw. Werte einzufügen.
Wir schließen das wieder, weil wir möchten keine neue Vorlage einrichten und keine neue Buchung und sagen, ja, wir sind jetzt fertig mit den manuellen Anpassungsbuchungen. Wenn wir jetzt hier sehen, wir können leider nicht das bestätigen oder ablehnen. Wir haben nicht die nötigen Berechtigungen dazu. Dazu muss der Konsolidierungsmanager das ausführen, das auf Complete setzen, die nächste Aktivität. Und wir melden uns einfach als Konsolidierungsmanager an, sodass wir die nächste Aktivität ausführen können. Wir sehen jetzt hier, wir sind als der Konsolidierungsmanager angemeldet und würden jetzt auf Aktivitäten klicken, auf unseren Business Model und könnten jetzt hier die Buchung nach Vorlage dieser Aktivität approven. Jetzt würde sich die Buchung nach Vorlage, die Aktivität würde dann komplett gesetzt sein und die Kontrollen zentral können dann von mir wieder ausgeführt werden. Ich melde mich jetzt dazu wieder ab. Und mich mit meinem Namen wieder an. Und wenn wir jetzt auf unser Businessmodell klicken, sehen wir auch, dass wir in der nächsten Aktivität sind. Wir klicken jetzt auf die nächste Aktivität, wieder die Ausführung der Validierung. Gucken uns nochmal an, ob die Validierungen alle erfolgreich durchlaufen und keine Fehler entstehen. Und es sind keine Fehler entstanden. Wir setzen wieder diese Kontrollen auf Complete und können zur nächsten Aktivität übergehen. Das Hauptwerk sozusagen, die Konsolidierung mit Währungsumrechnung. Hier öffnet sich ein nächster Reiter mit der Ausführung des Consolidation Monitor. Wir wollen uns danach einen Prüfbericht anschauen und den Prüfbericht im Detail von der Schuldenkonsolidierung nochmal. Wir klicken auf den Consolidation Monitor und es öffnet sich, wie Sie bereits gesehen haben, unser Beispielkonzern. Wir sind auf der zentralen Ebene. Der Workstatus, die Daten sind übermittelt. Wir können den Workstatus jetzt umsetzen auf, dass die Daten auch approved sind von dem Consolidation Manager bzw. von mir. Und wir refreshen unseren Konsolidierungsprozess nochmal. Und die Daten sind bestätigt. Als nächstes möchten wir die Konsolidierung ausführen. Wir können aber auch separat die Währungsumrechnung laufen lassen oder die Konsolidierung mit der Währungsumrechnung gekoppelt. Dazu klicken wir auf die Konsolidierung und sagen, wieder für unsere Version und den Zeit- und unseren Konsolidierungskreis möchten wir eine volle Konsolidierung und nicht nur die Änderungen der bereits vorhandenen ausgeführten Konsolidierung zeigen. Weil wir haben ja noch keine Konsolidierung ausgeführt. Wir sehen jetzt gleich ein neues Fenster. Hier sehen wir die laufenden Prozesse. Zum einen die Währungsumrechnung, die sich dann gleich zeigt. Wir sehen den Status, ob es grün durchläuft oder nicht. Hier ist beides erfolgreich durchgelaufen, unsere Konsolidierung und unsere Währungsumrechnung. Und wir sehen in dem Consolidation Monitor auch den Status, dass es erfolgreich durchgelaufen ist. Als nächstes möchten wir uns die Konsolidierungsprozesse, die abgelaufen sind, natürlich in unserem Prüfbericht anschauen.
welche Maßnahmen er jetzt durchgeführt hat. Dazu öffnen wir einen neuen Konsolidierungsbericht. Wir sehen hier, es ist sehr groß, der Bericht. Ich würde den jetzt nochmal einstellen mit den Parametern hier in der Kontextbar. Wir sind auf der zentralen Ebene und wir haben natürlich Euro als Währung ausgewählt und würden die Daten jetzt nochmal auffrischen. Wenn ich Ihnen das jetzt etwas größer mache, dann sehen Sie den Prüfbericht für Dezember 2012 in der Version ist in Euro. Wir haben hier die Daten, die wir in das System geladen haben, also unsere Eingabe der Meldedaten von der Einzelgesellschaftsebene zusammengefasst, unsere Summenbilanz sozusagen, und können uns dann hier die aktive Seite, die passive Seite und auch den Jahresüberschuss mit den Umsatzerlösen angucken. Wir sehen hier keine Zahlen, weil wir hier oben auch die Bewegungsart Schlussbilanz gewählt haben. Wenn wir jetzt uns weiter nach rechts bewegen, sehen wir hier die Gewinn- und Verlustrechnung und sehen natürlich dann auch hier unten die Daten. Dazu komme ich gleich. Jetzt wollen wir uns erstmal den ersten Eliminierungsprozess angucken, die automatische Schuldenkonsolidierung. Hier sehen wir, dass 6,3 Millionen eliminiert wurden von 7,2. Jetzt werden Sie sich ja wundern, warum wurde nicht alles eliminiert. Das liegt an unserer Equity-Gesellschaft, die später hier noch kommen wird. Darauf werde ich dann noch kurz eingehen. Wir sehen hier auch auf der passiver Seite unsere 7.000 Euro Differenz, die dann im Eigenkapital verbucht werden auf dem Differenzenkonto aus der Schuldenkonsolidierung. Und wir sehen hier die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die dann auch eliminiert wurden. Als nächsten Schritt haben wir unsere, erstmal das Fenster fixieren, dass Sie sich auch noch die Forderungen und die Konten anschauen können. Wir haben also die Schuldenkonsolidierung uns angeschaut und gehen jetzt auf die automatische Kapitalkonsolidierung. Wir haben die gesplittet mit den unterschiedlichen Beleg-IDs, sodass Sie sich angucken können, einmal die Beteiligung und einmal das Kapital. Wir haben hier den Firmen- und Geschäftswert, der sich daraus ergibt aus der Beteiligung von der Mutter. Und wir haben hier die Kapitalwerte von den Töchtergesellschaften, die eliminiert werden, die hier oben gegengebucht werden. Daraus ergibt sich dann ein Firmen- und Geschäftswert. Der nächste Ausweis wäre die Ausweis der Minderheiten, die nächste Beleg-ID. Hier ist die Verbuchung der Minderheiten ausgewählt aus den jeweiligen Konten. Das heißt, das sind die 10% von unserer 90%igen Tochter von der Deutsche Med. Wenn wir uns jetzt die Equity-Gesellschaft, die Equity-Konsolidierungsprozess angucken, die Maßnahmen, haben wir hier einmal die Beteiligung, die gegen den Firmen- und Geschäftswert gerechnet wird, genauso wie die automatische Eliminierung der Posten der Equity-Gesellschaft unserer Deutsche Gabbana. Insgesamt können wir uns dann unsere Konzernbilanz anschauen. Hier mit 272 Millionen gegenüber die passiver Seite, die ausgeglichen sind. Wenn wir uns jetzt als nächstes die Aufwand- und Ertragskonsolidierung anschauen, haben wir hier wieder unsere Eingabedaten, also die Meldedaten der Einzelgesellschaften. Was ist eliminiert worden in unserer Aufwands- und Ertragskonsolidierung, gucken wir uns an. Haben wir 52.000 Differenz aus unserer Aufwands- und Ertragskonsolidierung, die hieraus entstehen. Das heißt, wir haben jetzt Zinserträge konzernintern mit den Zinsaufwendungen. Die stimmen nicht ganz überein und die
Differenz wird dann hier verbucht. Als nächstes möchten wir uns den im Detail nochmal den Prüfbericht Schuko angucken, der Schuldenkonsolidierung. Wir sehen hier auch wieder Dezember 2012 in Euro. Und hier sind unsere Daten, die wir eingegeben haben, die Daten der Meldedaten der Einzelgesellschaften. Und ein bisschen kleiner machen, damit wir das sehen. Haben hier unsere automatische Schuldenkonsolidierung, das heißt, die Werte werden mal minus 1 genommen und werden dann auf das Differenzenkonto verbucht mit den Partnern. Und wir haben hier den Ausweis der 7.000 Euro unserer Differenz, die dann auch im Konzern dann stehen bleibt. Das heißt, unsere Konsolidierung ist sauber durchgelaufen. Wir können den Schritt auf Complete setzen und würden uns jetzt einfach mal die Office-Integration angucken. Im Reporting, welche Möglichkeiten haben Sie, um die Daten jetzt an als Geschäftsbericht bzw. in der Präsentation einzubetten. Dazu klicken wir auf den Reiter Reporting und können uns jetzt mal die PowerPoint-Integration angucken. Dazu öffnet sich das Fenster PowerPoint automatisch. Hier entsteht ein ein Kontextbar mit unserem Bericht, den ich voreingestellt habe. Das heißt, wir können uns jetzt den Beispielkonzern nochmal anschauen und wollen uns mal die Geschäftszahlen für unser Beispielkonzern näher anschauen. Klicken auf Report Layout und möchten uns beispielsweise die Mutter mal anschauen, auf der lokalen Ebene, auch in lokaler Währung, und würden dann hier auf unseren neu entstandenen Reiter EPM die Daten auch wieder auffrischen. Jetzt sehen wir hier die Schlussbilanz von der Mutter in der lokalen Währung. Können natürlich uns das auch in Euro anschauen lassen. Von der Tochter beispielsweise, von der Tochter 3. Und sehen dann hier die Veränderungen. Das nächste Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, ist die MS-Word-Integration, das heißt, wenn man jetzt einen Geschäftsbericht hat und die Zahlen noch irgendwie schnell ändern muss, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Word zu arbeiten. Wir haben unseren Geschäftsbericht 2012 angelegt als Beispiel und möchten uns die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen einfach mal angucken. Scrollen zu der Tabelle, die wir angelegt haben, eingebettet, und möchten uns beispielsweise die Forderungen der Mutter angucken auf der lokalen Ebene und drücken dann wieder auf Auffrischen und sehen dann jetzt die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen mit den einzelnen Tochtergesellschaften für die Mutter. Wenn wir uns den ganzen Konzern angucken, können wir auch hier in dem Kontextbar wieder den ganzen Konzern auswählen und auf Auffrischen drücken und hätten dann hier die Zahlen, die sich das Unternehmen, das System aus dem Server zieht. Das war es jetzt erstmal für die Integration bzw. auch für unseren kompletten Prozess. Das heißt, wir gehen jetzt über den Work-Status auf von Approved auf finalisiert setzen. Das heißt, die Daten sind konsolidiert und könnten dann, wenn wir einmal refreshen, uns im Consolidation Monitor unseren kompletten Beispielkonzern anschauen. Ich schließe das jetzt. Die
Alle Aktivitäten sind durchgelaufen und ja, ich würde jetzt einfach übergehen, wenn Sie noch Fragen haben. Können wir jetzt noch, haben wir jetzt die Möglichkeit, darauf einzugehen? Dann übergebe ich mal noch mal kurz an meinen Kollegen, Herrn Klempin. Ja, also wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine Frage, die gekommen ist, lautete, wie kann man sich das vorstellen mit der automatischen Anbindung? Ich hatte ja ganz am Anfang genannt, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Dateneingabemethoden anzubieten bzw. durchzuführen. Und das System, was Sie hier sehen, ist ja eingebettet ins BW. Dadurch haben wir die Möglichkeit, wenn Sie SAP-Gesellschaften haben, beispielsweise die auch ins BW mit Reporten oder die bisher mit BW reporten, ihre Bilanz als auch ihre GOV-Daten im BW zu extrahieren und von dort abzuholen. Das heißt, das BPC selber, sprich das System, so wie wir es hier gesehen haben, ist in der Lage, sich verschiedene sogenannte Datenpakete nicht nur Flatfiles, sondern eben auch BW-Würfel, BW-Cubes anzuzapfen, sage ich mal. Und in dem Falle wäre die Möglichkeit gegeben, man hat einen Würfel, der die Bilanz- und GEV-Daten der Einzelgesellschaften enthält, vorab über das BW implementiert, dass man diese Daten dann abholen kann. Und damit hat man die Möglichkeit, quasi Knopfdruck, über einen Knopfdruck im System, im Prozess zu sagen, ich möchte meine Daten jetzt haben. Und je nachdem, wie der Prozess ausgestaltet ist im BW, kann dieser Prozess dann, ich sag mal, einmal am Tag, es kann aber auch mehrfach am Tag laufen. Das hängt dann davon ab, wie im BW die Implementierung erfolgt ist. Also eine sehr schöne Möglichkeit, dieses System ist auch in eine Integration zu bieten bis hin in die Vorsysteme. Sie haben auch die Möglichkeit, neben dem Reporting, was Sie gerade gesehen haben, im Excel auch durchaus das bisher benutzte BEX-Reporting zu nutzen, auch nur als weitere Möglichkeit, um dann zum Beispiel auch gerade diese eben genannte BW-Anbindung auch per Reporting mit zu verfolgen. Okay. So. Es gab eine Frage, wie viele Aktivitäten sind Standard-BPC-Funktionalitäten und wie viele müssten extra programmiert werden und in welcher Sprache? Also das System ist, das was wir jetzt gerade gesehen haben, ist ist in der Web-Oberfläche, die Aktivitäten, die werden per, ich sag mal, innerhalb dieser Web-Oberfläche eingepflegt. Es ist im Web machbar. Das heißt, Sie müssen da nicht extra eine Sprache lernen. Es hat nichts mit ABAP zu tun oder mit C++ oder sowas, sondern das ist die Möglichkeit ist gegeben, das im Web selber zu machen. Wir haben jetzt hier beispielsweise diese Anzahl von Aktivitäten. Die sind jederzeit änderbar. Sie können sie anpassen auf eine beliebige Anzahl von Aktivitäten, sodass Sie einfach selber entscheiden müssen, was brauchen Sie an Aktivitäten. Und Sie stellen das hier im System ein. Also mit keiner Sprache, sondern über die Web-Oberfläche. Wie wurde die Buchungsproblematik in der Währungsumrechnung gelöst? Die Rundungsproblematik in der Währungsumrechnung gelöst. Das Thema ist zweigeteilt. Man hat die Möglichkeiten im Reporting, dort verschiedene Skalierungsfaktoren zu berücksichtigen. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, im System selber nochmal sogenannte Skriptlogiken ablaufen zu lassen, die dann die Rundung nochmal extra vornehmen. Vielleicht ähnlich vorzustellen wie in den alten Systemen, oder in den Systemen, die SAP ja noch bietet, zum Beispiel das SEM-BCS. Welche Möglichkeiten der Validierung bietet das Eingabeformular, beziehungsweise gibt es weitere Erfassungsmöglichkeiten mit Validierung? Ja, gibt es. Wenn Sie beispielsweise sich vorstellen, Sie haben wir haben es davon gezeigt, Excel, Sie können Excel reporten, aber auch Daten eingeben, dann haben Sie dort die Möglichkeit, unter anderem auch die ganz normalen Excel-Funktionalitäten zu nutzen.
bis hin zu bedingter Formatierung. Das heißt, Sie können sich dort Formeln in Excel hinterlegen, die die Eingaben prüfen und dementsprechend aufgrund einer bedingten Formatierung dann auch entsprechende Farben oder Ampelmöglichkeiten bieten. Die Formeln bleiben im System, also in den Eingabeformularen erhalten. Das heißt, Sie haben ein Eingabeformular, was Sie immer wieder aufrufen, geben Ihre Daten ein und die Formel, die ist in dem Formular gespeichert, verschwindet nicht, wenn Sie das Formular neu aufrufen. Damit haben Sie auch in Excel dort verschiedene Möglichkeiten. So. Können. Okay, es gab noch eine Frage, was die Administration betrifft. Darauf können wir, da übergebe ich mal kurz an meine Kollegin. Sie zeigt kurz mal, welche Möglichkeiten es in der Administration gibt. Also wir gehen jetzt hier auf die Admin-Oberfläche. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Stammdaten und unsere, also die nennen sich hier Dimensionen und Modelle. Und wir können jetzt hier in unsere Stammdaten reinklicken und können zum Beispiel uns die Gesellschaften mal aufrufen und hier in der Web-Oberfläche auch pflegen. Wir haben dann zusätzlich unsere Modelle oder unsere Cubes, unsere Infocubes. Und hier speichert man zum Beispiel die Währungsumrechnungskurse, die Beteiligungsstrukturen werden in dem Anteilsbesitzmanager oder Anteilscube gespeichert und in der Konsolidierung werden alle möglichen Konsolidierungsmaßnahmen und Werte gespeichert. Wir haben jetzt hier die Berechtigung mit den unterschiedlichen Usern, die man eingeben kann. Die Teams, die Dateneingabeprofile, Dateneingabeprofile und die Maßnahmenprofile. Hier sehen Sie die Rules, also die Regeln an sich. Das heißt, hier hinterlegen wir die Konsolidierungs- und die Eliminierungsmaßnahmen, die Skriptlogiken, falls jetzt doch was programmiert werden soll, die Kontrollen auch. Und hier können wir die Business Process Flow, also der Geschäftsablauf, den Sie jetzt hier gesehen haben, legen wir hier fest. Dann übergebe ich nochmal an meinen Kollegen. Ja, es waren ja einige zahlreiche Fragen gekommen. Dankeschön dafür. Alle weiteren Fragen, die jetzt noch auftauchen, bitte ich einfach nochmal per Mail zu stellen. Wir sind jetzt am Ende des Webinars und wie gesagt, ich möchte nochmal die Gelegenheit ergreifen, auf die nächsten Webinare hinzuweisen, die dann in den nächsten Tagen erfolgen. Das ist am 29.04. wie gesagt Kopplung SAP Netweaver IDM mit BPM. Es ist am 6.5. und am 7.5. jeweils Investitionsplanung Agemendo bzw. Rolleneinstellung im SAP-System. Sie haben die Möglichkeit, die Folien, die heute gezeigt werden, unter den hier gezeigten Zugriffsmöglichkeiten abzurufen. Das Video selber wird nochmal unter YouTube erscheinen. Und wie gesagt, meine Bitte ist, wenn Sie jetzt im Anschluss noch weitere Fragen haben, gerne bitte per Mail schicken. Wir werden die Fragen dann separat nochmal beantworten. Hier nochmal kurz die Kontaktdaten und ich bedanke mich für die Teilnahme an diesem Webinar und freue mich auf weitere Fragen. Dankeschön.